Verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer, und willkommen zurück zu Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, diesmal in der Open Beta, weswegen ich eine ganz neue Ausrüstung habe, denn mein Speicherstand von der Closed Beta konnte leider nicht übernommen werden, aber im Prinzip bin ich genau da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, also gleiche Stelle, gleiche Welle. Wir sitzen Bivak heißt das Ding. Hier können wir eine Mission vorbereiten, Fahrzeuge anfordern oder irgendwelche Sachen herstellen, beziehungsweise einkaufen. Lass uns das mal machen. Das ist ganz spannend gerade für mich. Und zwar möchte ich mehr Genauigkeit. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Genau. Mehr Genauigkeit. Trainier mal ein bisschen an deiner Waffe, mein Freund. Das kann nur von Vorteil sein. So, okay. Waffengenauigkeit für 60 Minuten plus 20. Schön. Den Hubschrauber habe ich schon angefordert. Bin ich mal sehr gespannt, wie ich zu dem hin kann, damit wir schneller zur Mission kommen. Wir haben zwei Stück, eine große Hauptquest. Und eine Nebenquest. Ich möchte sofort aufbrechen, bitte. Ist mir egal, ob es hell oder dunkel ist. Aber gut zu wissen, dass wir hier die Tageszeit einstellen können. Wie wollen die das realisieren eigentlich? Ist das hier nicht irgendwie auch so ein MMO oder so? Aber das wird verschiedene Instanzen haben. Glaube ich. Hi, Nano, wie geht's dir? Nicht so gut, ne? Oh. Hey. Who are you, man? Nomad. Who's left? Who made it? Hey, you just relax, pal. I'm doing what I can. You damn superhero. Here. Here's another superpower. I can't find Midas. But Weaver... Hey, just relax, pal. We'll take care of it, all right? And the Wasp. What? Yeah. And with the comms blackout, I can't reach the ship. But I'll talk to Mad Shells, the big guy. You might have a boat I can use. Don't you worry. I'll come back with some help. Go. Ja, mit Schulz haben wir schon geredet. So. Sie haben Erevon erreicht. Einsatz abgeschlossen. Oh, cool. So, dahinter ist unser Fraktionsleiter. Das ist der Schulz, den er gerade erwähnt hat. Neuer Einsatz. Kein Ausweg. Operation Greenstone, dann wollen wir doch mal gucken. Journal. Wo war das gleich nochmal? Ah, hier ist es ja. Stimmt, genau. Unser Journal, wo wir alle wichtigen Aufgaben als Haftnotiz anheften oder, naja, abheften können. Aber das ignorieren wir jetzt erstmal alles. Damit werden wir uns noch früher oder später dann in der Vollversion auseinandersetzen. Wie wäre es mit... Hier, genau, mit diesem Nebeneinsatz. Aurora Archipel. Der Archipel im Südpazifik wurde im Jahr 1770 von James Cook entdeckt und von England in Besitz genommen. 1953 wurde er an die USA verpachtet, um die Ausweitung des sowjetischen Einflusses in dieser Region einzudämmen. Die einheimische Bevölkerung wurde umgesiedelt und bis 1996 war die Inselgruppe militärisches Sperrgebiet. 2008 kaufte Skelltech den USA den Pachtvertrag ab, um dort seine Welt 2.0 zu verwirklichen und zog mit seiner Firma dorthin. 2024 lebten mehr als 30.000 Personen auf Aurora. Die interne Sicherheit wurde dem privaten Militärdienstleister Sentinel Corp anvertraut. Ort untersuchen, an dem die Hundemarken gefunden wurden. Das machen wir. Das wird mir wahrscheinlich angezeigt. Und ich hoffe, ich kann da mit dem Heli hinfliegen. Ist jetzt dran, ne? Wir können jetzt quasi... Ja, tatsächlich. Wie, was noch? 10 Fertigkeitspunkte? Ist doch ein Witz, oder? Einen Einsatz anheften, Tutorial ansehen, das kennen wir eigentlich schon, aber ich schmeiß mal ganz kurz das Tutorial an. Frei auswählen, Fraktionseinsätze,
Ja, das sind wir ja alle schon mal durchgegangen. Mehr oder weniger. Und Dankeschön. Muss ich das? Ich muss das jetzt machen. Tut mir leid, ne? Ich muss das jetzt hier anklicken. Und kannst da unten ranheften. Sehr schön. Sprechen Sie mit Schulz. Das haben wir zwar schon einmal gemacht, aber können wir gleich nochmal machen. Der steht nämlich gleich um die Ecke. Und das war da drüben, ne? Genau. Er ist ja der Fraktionsleiter. Guten Abend, die Herren. Und ansonsten müssen wir da in die Richtung. Ich würde schon gern wissen, wo mein Heli ist. Da stand nämlich beim Biwak, dass der ganz in der Nähe dann ist vom Biwak. Hi. Ein Weg von der Insel finden. How's your pal? Holding up. Thanks for looking after him. You heard anything about a Lieutenant Colonel Walker? That the guy that works with the troops call themselves the Wolves? He used to be Skelltech's military advisor. Heard he was an operator. You know him? Yeah. Yeah, we met a couple times. You got a mean look in your eye. You got big plans? You know how I can get off this island? Right. And leave us regular folk to fend for ourselves, huh? Auckland is 2,000 kilometers away. It's an awful long way to run with your tail between your legs. I'm not running, Mads. The USS Wasp is a couple dozen clicks off the coast. If I can get there, I can come back here with some help. The Wasp, huh? Not sure I'm fond of the idea of a bunch of squids running around our island. Well, there are a couple of jarheads on board, too. Well, if that's the case. Look, I'll be straight with you. We know that we're no match for former Spec Ops. So some of our friends, homesteaders and Skell employees both, are leaving the island on a couple of boats. Can you get them protection on the Wasp? Absolutely. All right. I'll tell you where the boats are. Alles klar, soweit so gut. Matt Schulz zu den Wolves. Erewhon verlassen. So, ist das jetzt, welche Mission ist das jetzt? Das würde ich jetzt gerne nochmal sehen. Einsatzübersicht, Haftnotizen anzeigen, einen Weg von der Insel finden. Wie ist der nochmal, der Einsatz? Den Ort untersuchen. Genau, das würde ich gerne machen. Genau, okay. Da würde ich gerne hin. Ansonsten möchte ich das ganz gerne mit meinem Heli machen. Ich hoffe mal. Mal gucken. Da jetzt 5,6 Kilometer. Das wird nicht mein Heli sein. 5,6 Kilometer sind nicht so schnell gelaufen. Ich gehe mal vorne einfach raus. In der Hoffnung, dass der da einfach steht. Klasse wechseln. Tutorial ansehen. Nee, nee, nee. Alles cool. Jetzt gerade nicht. Ich ignoriere das mal. Gekonnt. Wie gesagt, unser aktuelles Fahrzeug ist der Heli. Der müsste ja irgendwie jetzt draußen stehen. Ist aber echt eine schöne Lobby, muss ich sagen, was Einzigartiges. Ich weiß nicht, wie die Lobby bei Wildlands aussah. Aber vielleicht, naja.
ich sag mal, vielleicht ist das hier, wenn man das hier so sieht, ein Grund mehr mal wieder reinzugucken oder generell mal überhaupt reinzugucken. Wo ist der Ausgang? Darf ich bitte zum Ausgang? Aber vielleicht muss ich ja nicht immer rauslaufen. Vielleicht gibt es ja irgendwie eine Lobby verlassen Taste oder sowas. Okay, das werden wir früher oder später rausfinden. Aber für heute müssen wir hier manuell rauslaufen. Ah, wir haben es geschafft. So, ich mache mich auf den Weg. Haran, ne? Grüß mir die anderen, wenn du sie siehst. Und bitte, Heli, steh jetzt einfach draußen. Das wäre so cool. Da steht mein Heli. Geführter Modus. Ich spiele momentan im geführten Modus. Der geführte Modus ist standardmäßig eingeschaltet. Einsatzziele werden auf der Karte angezeigt. Schalten Sie den geführten Modus für ein weniger geleitetes Spielerlebnis aus. Vielleicht, wenn wir dann in der Vollversion sind, dann mache ich das gerne selber. Ja, wir haben einen Heli. Ein Weg von der Insel finden. Nein, eigentlich würde ich jetzt am liebsten die Nebenmission machen, aber ich glaube, die wird mir gar nicht so richtig angezeigt. Was haben wir denn hier alles? Den Trupp finden. Trupp lokalisiert südlich von Diamond Lake. Fraktionsunterstützung wäre auch nicht schlecht, ne? Könnte man auch alles machen. Aber guckt euch mal allein an, wie groß diese Karte ist. Da will ich hin. Okay, dann wähle ich das hier ab. Mach erstmal nur das hier. Oh mein Gott. Und dann müssen wir natürlich hinfliegen, weil es extrem weit weg ist. Das wird mir da drüben angezeigt. Perfekt. So. Dann gebe ich auch meine Helikopterflugskills zum Besten. Nicken, umsehen. Mehr, weniger Schub mit Zittel und Shift, ne? Das ist runter, das ist hoch, sehr schön. Eigentlich easy peasy, ne? Kann ich schießen? Nein. Aber ich kann Licht anmachen. Sehr geil. Ja, und dann machen wir uns hier auf den Weg. Vielleicht fliegen wir einfach mal ein bisschen tiefer, damit wir mehr von der Landschaft haben. Oh, Biwaks entdecken, Tutorial ansehen. Nein. Wir kümmern uns erstmal um die Mission da und dann können wir die Karte immer noch aufdecken. Das mache ich ja am allerliebsten bei Open-World-Spielen. Einfach mal die Karte nach Freischnauze erkunden und die ganzen Symbole hier abhaken. Aber jetzt lassen wir uns mal eben ganz kurz leiten von dieser Mission. Echt cool. Sieht schick aus. Ist ja auch eine riesige Karte. Hier ist ein Fragezeichen. Das können wir uns ja mal kurz angucken. Vielleicht können wir das von hier oben aus schon irgendwie... Nee, können wir nicht. Da müssen wir runter. Das mache ich nicht. Nein. Ich lasse mich mal nicht ablenken heute. Mal zur Abwechslung. Ja, fliegt sich eigentlich relativ einfach. Sehr arcadig. Und da sind wir auch schon da. Und wir wollen runter. Vorsichtig. Genau da. Wird jetzt ein bisschen schwierig, in der Mitte da von den Bäumen zu landen, aber... Das ist nichts, was... so ein Special Force Typ wie ich nicht hinbekommen könnte. Okay, alles klar. Ist nicht so cool. Warte mal, jetzt hier. Perfekt. Cool. Wunderbar. Und da sind wir auch schon. Winter was? Winterwickrig. +1. Hat er eingesammelt. Verwenden Sie natürliche Ressourcen, um viele verschiedene Objekte herzustellen. Genau, das machen wir auch beim Biwak. Damit könnten wir dann auch quasi... unsere Attribute skillen oder buffen zumindest.
für einen Moment. Bist du böse? Ja, offensichtlich. Wo ist eigentlich meine Minikarte? Warum habe ich keine Minikarte an? Kurz mal die Schulter wechseln. Oh! Oh! Mein Fehler. Ja, was ist Krieg? Es tut mir leid. Sowas passiert hin und wieder mal. Oh, was ist das? Eine Drohne? Nein, hinlegen, hinlegen, Mann! C war das, ne? Oh, Schande. Ich werde bombardiert, ne? Renne! Nächste Mal gleich C. Und dann tarnen. Das ist ganz wichtig. Komm jetzt, ne? Oh, verdammt, das sind High-Level-Gegner. Mit denen darf ich mich jetzt gerade nicht anlegen. Die sind von den Wolves. Ich hoffe, die lassen mein Heli in Ruhe. Okay, das müssen wir uns merken. Jetzt ist, das ist auch die erste Situation, in der sich das Extra-Tarn hier mit dem Schlamm wirklich lohnt. Damit uns das Flugzeug nicht sieht. Ich hoffe, die hauen wieder ab. Das wäre ganz nett, wenn die einfach wieder abhauen würden. Bitte. Bitte tun sie das jetzt. Wobei, vielleicht sind die auch gar nicht so stark. Ah, doch. Ich gehe mal ganz stark davon aus. Die haben ja nicht umsonst dieses Symbol da oben. Also wo wir Wolf-Einheiten das erste Mal begegnet sind, da gab es eine extra Erklärung für den Kampf gegen hochlevelige Gegner, aber ne, das sind halt drei von den Typen, die metzeln mich mit zwei Schuss nieder. Das habe ich hier in der Vorbereitung auf die Folge hier, wo ich ganz schnell das erste Stückchen, was wir quasi schon in der Closed Beta gesehen haben, das musste ich da einmal erleben. Wirklich drei Schuss, bam, und weg war ich. Das würde ich jetzt nicht überstehen. Warte mal. Kann ich die Kiste eventuell von hier leeren? Nee, kann ich nicht. War von hier. Oh, schön. Ein Sturmgewehr. Nicht verkehrt. Aber ich bin hier richtig, ne? Was soll ich jetzt hier tun? Aufklärungsdaten sammeln. Das war schon, ne? Zum Sammeln auswählen. Ah, okay. Ja, genau. Neuer Hinweis. Marke Typhoon 403. Aufklärungsdaten müssen im Menü des Einsatzes betrachtet werden. Wenn Sie den Einsatz anheften, können Sie schnell darauf zugreifen. Haben wir gemacht, aber ich bin gerade in einer Stresssituation wegen den Typis da. Aber ich glaube, die sehen uns von hier nicht. Also ich werde jetzt nicht auf die schießen. Ich werde mich hier lieber ein bisschen ruhig verhalten. So, nachschlagen. Sehen Sie sich Aufklärungsdaten auf der Aurora Archipel-Seite an, um weitere Informationen freizuschalten. Mache ich das hier? Verfügbare Einsatzziele. B. Wow. Nein, das wollte ich jetzt gerade nicht. Zurück bitte. Ort untersuchen, an dem die Hundemarken gefunden wurden. Hier. Ah, jetzt habe ich es. Wir müssen hier auf das I klicken. Im Journal. Dann bekommen wir Informationen. Marke Typhoon 403. Das ist ein Militärabzeichen. Laut der Beschriftung stammt es von der US AFAAB Typhoon Base. Selbstversorger in der Region Sinking Country haben mehr Informationen. Da ist ein Code auf dem Abzeichen. Mhm. Kann ich das nachschlagen? Das habe ich jetzt nachgeschlagen, oder wie? Aha. Call. Aber seinen Nachnamen kann ich nicht aussprechen. Ist aber auch schwierig, der Nachname. Päckchen russischer Zigaretten. Das ist ein altes Päckchen russischer Zigaretten. Die sehen aus wie Black Death. Kippen.
Die mit dem Totenkopf drauf. Gibt's die überhaupt noch? Die Herkunft der Marke ergründen. Wie machen wir das? Wird mir das jetzt angezeigt? Gehen wir auf Map bitte. Tatsächlich. Funktioniert, so wie es soll. Dann wollen wir die Herkunft der Marke ergründen. Dafür müssen wir jetzt darüber. Das machen wir. Ich hoffe, die werden uns jetzt nicht erledigen. 700 Meter. Oh, bitte nicht, bitte nicht. Aufklärungsdaten sammeln. Ja, haben wir hinbekommen. Alles cool, haben wir selber hinbekommen. Dankeschön. Tutorial. Wir machen weiter. Und weg. Ach ja, vielleicht soll ich auch mal meine Knarre ausrüsten, meine neue. L für Lord Out. Sehr schön. Können wir dann Schalldämpfer aufmachen? Das wäre ganz cool. Wir haben nur ein Magazin. Wir haben aber einen Schalldämpfer. Der ist mir wichtig. Und vielleicht eine Laufabdeckung. Nein. Ein anderes Visier. Gutes Visier für mittlere Entfernungen. Absehpunkt veränderbar. Ja, haben wir drauf jetzt, ne? Alles klar. Unterlaufschiene? Fragezeichen? Noch nicht. Da kommt später was dazu. Zum Beispiel ein vertikaler Handgriff. Und wenn ich möchte, kann ich ja damit auch per Einzelschuss schießen. Aber das will ich nicht. Das soll ein Sturmgewehr bleiben. Damit fratzen wir, was das Zeug hält. Genau, alles klar. Ah, und hier können wir also quasi den Zielpunkt ändern. Ne, ich bleib beim Punkt. Finde ich ganz geschmeidig, muss ich sagen. Aber als Hauptwaffe nutze ich nach wie vor sehr gerne mein Scharfschützengewehr. Bitte, 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 lass mich zum Heli und wegfliegen. Oh, wie mein Heli aussieht. Der ist schon völlig im Eimer. Hau ab, schnell! Schnell! Und das sollen Elite-Soldaten sein? Die kriegen es nicht mal mit, dass so ein Helikopter so in Sichtweite von vor ihnen in die Lüfte steigt? Naja, gut. Videospiellogik. So, vielleicht sollten wir hier ein bisschen vorsichtiger sein. Oh, oh, feindlicher Heli oder sowas. Ah, ich muss runter. Ich muss runter. Runter, runter, runter. Mein schöner Heli. Vorsichtig. Landen, landen. Okay, ich bin... Irgendwie ist gerade ein Alarmmodus oder so. Vorsichtig. Ich würde mich gerne in die Erde eingraben. Einfach nur so. Ich mag es. Umhüllt zu sein. Von nassen Schlamm. Verschwunden. Sehr schön. Cool. So, dann wollen wir doch mal gucken. Sind die böse Gegner oder so? Ne, hier ist nur eine Omi. Aber die kann uns vielleicht weiterhelfen. Hallo Omi. Ich wechsle mal kurz zum Midrange. Zu unserem Sturmgewehr. Nee, hier sind keine Gegner. Okay. Skill Credits. Nice. Aber wie könnt ihr mir hier helfen? Ich muss wahrscheinlich mit euch reden. Hi. Hello. No need to fear. Die Herkunft der Marke, genau. Hey. I'm looking for some information. Found some sort of military badge that reads AAB Typhoon 403. Does that sound familiar to you? Any idea where it came from? Yeah, that's the end of it. Thanks for having my back. Oh, das war schon sehr schön. Gelangen Sie zu der Flugabwehr? Was stand da? Gelangen Sie zu der Flugabwehr? Na? Gelangen Sie zu den Flugabwehrruinen. Die Flugabwehrruinen, wie geil, was ist das für ein Name? Machen wir die Karte bitte auf. Und das ist da drüben, alles klar. Sehr schön, okay. Werden wir machen, auf jeden Fall. Aber vorher gucke ich mich hier noch ein wenig um, denn hin und wieder liegen hier ganz hilfreiche Sachen. Und außerdem, sehr schön. Die Minikarte hatte ich ausgeblendet gehabt. Das macht uns die Arbeit... Die Sucharbeit hier ein wenig einfacher, wenn ich die Kisten angezeigt bekomme. Looten, super wichtig. Und da ist nochmal I. Oh cool, einen Hut. Generischer Boonie-Hut. Den setze ich sofort auf. L war das für Lord Out wahrscheinlich, ne? Zieh an. Cool. Wir sind jetzt ein richtiger Scharfschütze.
der so ein bisschen aussieht wie Woody Harrelson. Aber eigentlich soll er ja aussehen wie der Hitman. So, ich kann mit euch ja noch reden. Werde ich machen. Und Dokumente sammeln. Untersuchen. Okay. Ja. Einsatzziel. Brenn. Das ist auch ziemlich cool, dass man hier die Waffen sich dann direkt anzeigen lassen kann, wo man die erbeuten kann. Aber bisher kommen wir eigentlich ganz gut zurecht, aber naja. Wir haben uns ja auch noch nicht so richtig ins Getümmel gewagt. Hier sind noch mehr Daten. Wer die hier rumliegen lassen? Wie komme ich jetzt da ran? Irgendwie gar nicht. Doch, ja, von der Ecke hier. Oder am besten im Holz stehend. Okay, was möchte ich haben? Vertikaler Handgriff, Molot. Hört sich gut an. Kann ich für beides nicht die Informationen mitnehmen? Nee, leider nicht. Okay, sehr schön. Damit wäre dieses Dörfchen abgehakt. Und ich würde sagen, das ist ein idealer Zeitpunkt, um die heutige Folge Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint zu beenden. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht, meine werten Ödländer. Lasst mir einen Daumen nach oben da, sofern euch das Spiel genauso gut gefällt wie mir. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Leo, bis dann. Tschüss.